So, nächster ist Rosenberg, aber da ist deutlich nochmal vor. Ja, das ist ganz schön ein Stück hier weg, Mann. Der Waldmeister. Nee, ich höre jetzt auf. Nein, ich möchte nicht. Alter, warum hast du eigentlich nie aufgehört? Werbungen werden ab demnächst in den Kommentaren angedommen. Ich komme noch nicht mit der letzten Schikane klar, wie ich da am besten bremsen soll. Sag jetzt bitte keiner mit links. Vielleicht hast du deine Bremse auf rechts. Das Belegung ist ja frei. Das ist richtig. Aber im Auto nicht. Das stimmt. Wobei, selbst da wäre es wahrscheinlich frei. Barrichello ist eigentlich dazu, ne? Wieso? Hat der links Gas? Nee, der hat irgendwie anders gebremst. War ich jetzt wieder nicht bemerkt, aber der war irgendwie anders als alle anderen. Ich glaube, der hat rechts gebremst. Zwangsläufig wäre dann links Gas gewesen. Nee, da. Wobei in der Mitte wäre auch noch Platz, aber inzwischen haben sie ja da eine Wand oder sowas, dass du da nicht mit den Beinen hin und her schlagerst. Ja, nö, ne? Ich weiß gar nicht, wie viel ich Rückstand hab, oder? Ich hab, was, 30? Leute, Sainz hat 30 Sekunden Rückstand auf den nächsten, ne? Echt? Stimmt doch gar nicht. Das kann nicht ganz sein. Ah, wahrscheinlich auf den ersten dann. Das kann schon eher sein. Da vorne sehe ich NASA, endlich mal wieder ein Auto. Das vor mir fährt. Hey, jetzt sind welche in der Box. Was machen die denn da? Verrückt. Aber ich würde jetzt schon ganz gerne mal wieder in einen Bereich kommen, wo auch Punkte möglich sind. Da musst du auf dem richtigen Feld laufen, glaube ich, oder? Bist du weit weg vom Boden? Aktuell 13. Ja. Also Safety Car, ein richtiges Safety Car wäre geil. Hätte schon nichts gegen. Allerdings erst so in. Ja, 4-5 Runden. Weil du dann nochmal stoppst? Ja. Dann muss ich nochmal. Der eine Crash, der hat mich echt weit nach hinten geworfen jetzt. Kim, siehst du meinen Abstand zu ganz vorne? Sehen, ja. Mir zeigt da ein 12,0. Okay. Schauen, wie sich das ändert, wenn du über die Ziellinie fährst. 11,9. Ich geb Gas, ich will Spaß. Führung tut Kimi Räikkönen, Ausgang Orange jetzt. Ich fahre jetzt in die letzte Schikane rein. Danach ist der Hamilton durch und dann der Rosenberg. Ich glaube, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Und dann der Trixer 09. Wer ist denn das? Und ihm zeigt es auf seinem Display Boxenstopp! Was ist da los? Okay. Oh, da vorne schleichen sie. Ja, ich seh's. Weg da! Da
Weg da! Ja! Vettel, weg da! Der ist nicht reingezogen, ne? Na, ein bisschen, ich hab's gemerkt. Was war das denn schon wieder? War's bei mir? Ja, bei dir, Mann! Was war bei mir? Ja, genau, was war bei dir? Palmer und so weiter, Nasser, Vettel, alle sind umgeschlichen auf den Graden. Ball, oh mein Gott! Mit 350 Sachen und die schreibe ich mit 280. War geil, ne? Reichen mit 280. Ja! Immer diese Bremser, du, ey, auf der Autobahn, schrecklich. Hallo, nicht, du, diese Sonntagsfahrer. Ja, passt ja, ne? Da gibt's doch die eine geile Mercedes-Werbung, wo sie dann sagen, ja, hab ich so gleich gewusst, Sonntagsfahrer, weißt, fährt der Schumacher vorbei, so, und dann fährt er an Hacking vorbei und sagt, ach, Rentner. Das ist so geil. Wie rum war das? Genau, erst fährt Schumacher so ganz alleine, so, der kommt von hinten der Hacking. Er guckt also, wer drin sitzt, ah, Sonntagsfahrer. So, dann fährt Hacking weiter, dann kommt von hinten einer mit einer G-Klasse an, steh halt alles, ne? Nein! Nein! Durchfahrstrafe! Mit 81! Da wollen wir zu viel. Ja, da wollen wir zu viel. Hey, Alter, schon kommst du ja ungefähr bei mir raus, vielleicht. Klasse! Das freut mich jetzt. So. Gell? Habe ich mir gedacht, dass du dich freust. Eieieiei. Alter, wenn sie weggeschmissen werden. Ja. Schon wieder. Schon wieder? Hast du ja in Deutschland auch schon geschafft, ne? Ja. Hey, Altouch! Ja, schwierig zu sagen, aber ich meine, ich bin ja voll gestartet. Ich bin links. Ja, ich halte nur ruhig dagegen, ey, das kannst du glauben. Oh, nein! Ich hab's gewusst. Fährst du noch? Nein. Geil, geil, geil. Was ist passiert? Naja, war ja keine Strecke mehr da, ne? Naja. Ja, woran hat sie die gelegen? Ja, am Ende fragt man sich immer, woran hat sie die gelegen, ne? Hast du das nicht gesehen? Der ist vor dir sogar noch von links nach rechts geschossen. Ja, doch, das habe ich auch gesehen. Ich wurde ausgehebelt, dann heißt es erst Frontflügelschaden, dann hat es mich weitergedrückt und plötzlich war aus. Ja, und dann bist du vor mir lang gerutscht. Boah, war ganz so. Ich dachte eigentlich, ich weg. Aber das Wolle, warum mich hinten kurz anstellen hier? Er ist vorbei. Weil ich schon auf der Geraden neben ihm bin. Trotzdem, die Kurve fährt man nicht zu zweit. Das stimmt. Nein, überhaupt nicht. Einer muss nachgeben. Ich sag nur Alonso Wetter. Ja. Da hat der Alforno auch nachgegeben. Ansonsten passiert genau das. Genau. Ey, kommt heute nicht mega das geile Spiel Broncos gegen... Gegen Patriots. Hammer in Folge, oder? Alter, Check Limit! 3 Sekunden Zeitschlag. Ich war direkt in die Box jetzt. Ah, Formel 1 ist einfach nicht meins. Das war schon lustig. Also ich hab ja gesagt... Ich lach mich tot. Also ich fand's schon sehr lustig. Komm halt mit mega Überschuss an. Nein, ich stell mich lieber hinten an. Ja, ob Alter schon Punkte. Ist auch die Frage, wenn er jetzt durch die Strafe absetzt. Ich glaub's ja eher. Ist mir kackegal, der Typ hat trotzdem schon wieder immer noch 45 Punkte allein vor dem Rennen schon Vorsprung. Yeah. Ja. Das eine noch das andere. Was? Bin halt überhaupt nicht reingekommen, ne? Weder das eine noch das andere. Grundsätzlich war ich nicht schlecht unterwegs, allein von den Zeiten und allem, aber. Ja. Ich hab halt wie immer die Seuche. Aber das ist doch Racing. Zweit durch und rusch. Mhm. Also, wenn du mir jetzt Schuld gibst, dann weiß ich warum. Ich hab nichts getan. Ich hätte einfach weiter nach rechts ziehen sollen. Ja, mich mitnehmen. Nö, aber auf der Strecke bleiben, statt nach außen ausweichen und dann ausgehebelt werden. Ja.
Ach ja. Die nächsten Durchfahrt schon auf ihn kommen? Nope. Ich denke mal, Punkte könnten noch drin sein. Du bist trotzdem Durchfahrtsstrafe auf dem Umgewichser? Ja. Was denn? Mega unfair. Ich prophezei noch einen Safety-Car und dann ist wieder der Erste. Das wäre geil. Es wäre nicht das erste Mal, es wird nicht das letzte Mal sein. Es wird definitiv nicht das letzte Mal sein. Alter, tu mal also irgendwas passiert noch, dass er gesehen hat. Safety-Car schon. Ach, kann auch sein, dass sie Rennabbruch machen und weil er gerade aus Versehen über das erste über die Linie fährt, wird er dann halt da gewertet, statt der. Ja, ja. Weil der erste noch mitten in der Runde ist oder sowas. Ja. Ja, kann man aber auch, ne? Kann man aber. Was aber auch außerhalb der Strecke mit beiden Reifen. Ich hab die Kamera genau drauf. Der Woll hat ja auch gesagt, nein. Ja, das ist ja nicht das Problem mit beiden. Einer mit allen Vieren, Kollege. Aber die Berührung ging ja noch. Ja, das ist Racing, Alter. Das ist nicht Racing, das ist wirklich gefährlich. Also wenn man nicht selber fährt, zieht sich so ein Rennen ganz schön hin. Das ist in der Tat so. Da lagen glaube ich noch Carbonteile. Echt? Reifen könnte es nicht gewesen sein, die waren eigentlich noch dran. Nee, da müsste meiner rumliegen müssen. Ich meine ja da liegen lassen. Aus Versehen. Was fährst du nochmal für ein Auto geben? In Williams. Ja, der sah leicht weiß aus. Hat auch die Mediums drauf. Achso, du redest von Kaputt.
Schade, dass hier bei Blanchimont kein DRS gibt. Ja, ein bisschen brutal. Ja, hier, die Link, der Links knickt schon. Kannst du mich auch an den Kubica Renovas, glaube ich, erinnern? Der hatte doch auch dieses manuelle DRS. Den F-Takt. Genau. Den hatten sie ja damals schon. Man musste, glaube ich, zuhalten, damit es funktioniert, genau, glaube ich, oder so war das. Ja, den hast du, oder manche haben es dann mit dem Knie gemacht, der Renault, oder? Ich glaube, war Renault, oder? Ja, ich glaube, die haben es mit Arm. Die haben es mit dem Arm gemacht. Dann hast du echt ein Loch quasi innen im Chassis gehabt, wo du dann einen Arm reingesteckt hast und dann hat es dadurch irgendwie. Das wird trotzdem unterbrochen. Ja, das war brutal. Bitte? Strömungsabriss am Heck hast du damit. Ach so, also. Ja. Nein, es war nur, um ihre Topfdoppel klar zu machen. Es war kein DS, es hat 3, 4, 5 Stunden gehabt. Jetzt DRS macht er 12. Ja. Das hat die Luft halt umgeleitet. Genau. Gab einen Strömungsabriss zum Heck und dadurch hast du ihre Topfdoppel dann bekommen. Und dann sind sie dann teilweise durch superschnelle Kurven mit einer Hand. Das war dann schlussendlich maßgeblich der Grund, warum sie es dann verboten haben am Ende. Ah, die ist zu gefährlich. Wow. Ich glaube, irgendeiner ist dann mal abgeflogen mit dem Scheiß, oder? Jetzt aber. Oh bitte? Weiß ich, was los ist? Ab und zu seid ihr mega leise. Und nochmal ein Querstär. Sag mal, Alter, hast du keine Lust auf die Reifen oder wie ich sag? Ich meine, kannst du auch in die Box fahren und die andere holen, weißt du? Musst die dann nicht mit Gewalt zerstören jetzt. Erstmal gemütlich über 15 Meter das Ding vorne stehen lassen. Dann hinten die Reifen erstmal komplett durchspulen. Mit 312 Sachen durch die Orange. Das Problem ist, ich habe keine Traktionskontrolle. Dann noch kein Spurassistent. Du bist wie Clarkson. Das ist nicht so wie May. Fuß mit Nerven, Sehnen, Muskeln und so weiter, sondern was? Verdammt, der Tonklotz da unten. Ich muss mir jetzt auch wieder die neueste Folge anschauen. Grand Tour. Korrekt. Was sind die denn in Deutschland? Weiß ich nicht, jetzt sind sie in Marokko zu gehen, zumindest, was der Titel ansagt. Würde mich mal interessieren, was für Scheiße die in Deutschland machen. 100% Autobahn? Vielleicht schicken sie ja. Vielleicht schicken sie ja May auf Nürburgring. Ja. Und sie mit irgendwie 150 Diesel. Und trotzdem verlieren. Würde mich wundern. Weil die Sabine Schmitz ist ja mit Top Gear unterwegs eigentlich. Aber ist sie da noch? Weiß ich gar nicht. Ja, die war ja nie exklusiv mit Top Gear. War ja nur so gastmäßig. Ja, nachdem ja Clarkson, May und Hammond raus sind, so, gehörte sie ja auch zum Team. Was? Mhm. Das hab ich nicht. Sie mit Eddie Jordan und der eine da von Friends und irgendwelche Reporter. Da sie zumindest einmal zu sehen auf irgendeinem Cover. Aber aus Welt ist glaube ich 18 Sekunden weg. Wer guckt auch schon noch Top Gear, wenn. Das wird nichts mehr, Alter. Nee, das kommt. Aber fünfter Platz, Gott, Durchfahrtsstraf, Alter. Das ist so ein richtiger Lacker, ey. Das ist unfassbar. Da hast du dann schon doch relativ gut was rausgeholt. Aber ich glaube, meine Reifen könnten ein bisschen Ärger machen zum Schluss. Wieso, wie viel Prozent das? Jetzt! Oh, das wird eng. So 5-6% kriegst du euch pro Runde drauf, ne? Ja,
Ja, aber nach hinten hin hast du ja relativ. Eigentlich ja, das Luft. Geht schnell, das geht verdammt schnell. Ja, komm, Bremsbalance nach hinten und dann läuft das. Aber nur aufpassen, dass man. Die Sache ist ja, ich hab richtig gleichmäßigen, also Abnutzungsgrad. Ja, ja, okay, dann ist es. Also hinten habe ich auch 60, vorne habe ich 64 und 62. Ja, das ist halt der Unterschied zwischen Traktionskontrolle und Nicht-Traktionskontrolle, Alter. Ich habe vorne irgendwie 60, hinten 30 oder so. Ich habe ja normalerweise auch vorne weniger als hier. Es kommt ja die Strecke drauf an. Ja. Zum Beispiel Bahrain, wo du halt, oder Kanada, wo du viel rausbeschleunigen musst, da ist, glaube ich, hinten relativ viel. Vorne relativ viel. Also da gleicht es wieder ein bisschen eher an. Ja, bei mir komischerweise nicht. Okay. Du hast aber auch den Betonklotz. Ne, wobei, eben nicht. In dem Fall. Boah, da lässt du schon. Ja, das hat nochmal 3-4% gegeben, oder? Das ist ja sicher. Allein 5-6%. Ja, das sehe ich nicht. Also bei mir blockieren die Bilder nicht. Ich weiß nicht, warum es bei euch dann so aussieht. Da, wieder. Irgendwie sieht sein Auto krumm aus. Da los. Solange es so aussieht. Bei Auto ist krumm. Dein Bein ist verdreht. Das könnte echt kritisch werden, ey. Wie weit bist du? Links vorne 68. Naja, bei mir wären sie jetzt geplatzt wahrscheinlich. Ne, bei mir platzen sie, wenn ich über Stadt Ziel fahre. Also an der Box vorbei. Ich versuche schon ganz weich jetzt zu lenken. Gar nicht mehr. Du sollst nicht weich lenken, du sollst vorsichtig lenken. Sanft. Das ist das Geheimnis. Ja, der Schleim ist es, der uns ja, guck mal, wie sanft er lenkt. Er scheißt sogar auf die normale Kurve. Lieber noch ein bisschen mehr ausholen. Was ich mich frage, ob dann die Reifen nächstes Jahr von der Gummimischung her, weißt du? Ob die dann länger halten. Achso. Werden wir es sagen. Ich glaube, das ist halbwegs Sinn kriegen, weißt du, mit der Gummimischung. Ja, ich glaube, das heißt Pirelli selber nicht, weil die Autos noch nicht getestet haben. Ja, ja, wobei Pirelli hat selber ein Auto nach neuem Reglement gebaut, mit dem sie auch Testfahrten gemacht haben, aber also, soweit ich, immer was anderes. Soweit ich weiß, haben sie jetzt die letztjährigen, also die 2016er Autos genommen. Ja, mit den neuen Reifen. Genau, mit den neuen Reifen drauf und versucht halt bei den Autos da mehr Abtrieb halt herzustellen. Mhm. Und dann das zu simulieren. Mhm. Aber wer weiß ich nicht. Das ist immer schwierig. Wirst du, glaube ich, wirst du sehen, wenn dann im Ende Januar, glaube ich, sind die ersten Testfahrten immer, oder? Ja. Ja, schon gefahren. Haben wir schon gefahren mit dem neuen Reifen? Ja, aber mit dem alten Auto. Ja, ja, so, und Hamilton hat ja gesagt, er musste aussteigen, wenn ich. Echt? Ja. Ja! Wir wissen alle warum. Oh, da ist aber auch schön was stehen geblieben da. Ja. Ich bin echt mal gespannt, die neue Saison kann durchaus sehr interessant werden. Das auch. Alles andere würde für mich im Weiten, also keinen Sinn machen. Wehrlein ist zu früh, Hamilton würde ihn zerstören, den Jungen. Mhm. Und Bottas ist ein gestandener Fahrer, der hat schon einige Saisons hinter sich. Und das könnte ich mir noch am ehesten vorstellen. Ja. Und er ist immer noch jung. Eben, was ist der, 26 oder so? Irgendwie sowas, ja. Ja, es ist schwierig. Ist die Frage, was will Mercedes halt auch, ne? Das heißt ja, du hörst ja, obwohl es ja immer wieder heißt, ja, Vettel ist kein Thema, dann hörst du wieder, doch, Vettel ist Thema. Ja, das wäre natürlich auch eine krasse Entscheidung. Das kommt. Vettel macht den Schumacher bei Ferrari. Ich hoffe sehr, dass er jetzt Ferrari gerade im nächsten Jahr durch die größere Änderung in Formel 1, also das Setups bzw. was das Auto angeht. Ja. Dass da Ferrari einen Sprung machen kann. Ich befürchte nur eher, dass Red Bull sehr weit vorne stehen wird. Allein weil es jetzt noch mehr aerodynamisch wird und wodurch Newey natürlich. Warum bin ich. Alter, Scheiße. Ich hab die Zeitschrauben vergessen.
Geil, siebter. Toll. Yay! Naja, immerhin nicht so viele Punkte. Das ist ja gut für mich. Toll. Aber hätte ich 4 Zehntel mehr gehabt, wäre ich 6er geholt. Weiß mal, wie das ist, ne? Bitter, bitter. Naja. Ist das rumgelabert oder durch? Ja, genau. Ach ja. Schade, war ein Scheißrennen. Bitte? Raikön hat sich geknackt. Ich bin enttäuscht. Kann sein, dass er 2 Rennen nacheinander gewonnen hat? Hat der Hockenheim auch schon gewonnen? Nee, das war Rosberg. Aber Raikön ist der 2. geworden. Ja, okay. Und ich 3. Naja, liebe Freunde, dann war's das für heute. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr neu auf dem Kanal seid, ein Abo wird mich sehr freuen. Wir sehen uns beim nächsten Rennen in Italien wieder. Bis dahin, macht's gut und may the fun be with you.